Schon vor längerer Zeit, ich denke es fast ein Jahr her, hat mich ein Wort bewegt aus dem Hebräerbrief, und zwar Hebräer 12. Da geht es um Erschütterungen. Und nun in unserer aktuellen Zeit erleben wir diese Zeiten der Erschütterungen. Und so heißt es in diesem Text: Noch einmal will ich erschüttern Himmel und Erde. Und so lese ich jetzt Hebräer 12, 24 bis 26. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes, und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon die Israeliten kamen ihrer Strafe nicht, als sie den abwiesen, der von einem Ort auf der Erde zu ihnen sprach. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde. Aber jetzt hat er angekündigt, ich werde noch einmal eine Erschütterung kommen lassen, aber nicht nur über die Erde, sondern auch über den Himmel. Die gute Botschaft ist die, dass hier dieser Schreiber des Hebräerbriefes uns zusagt, ihr seid zu Jesus Christus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes. Wir sind so froh, dass wir nicht mehr unter dem alten Bund leben müssen, unter dem Bund des Gesetzes, sondern dass wir wissen dürfen, Jesus Christus ist für Schuld und Sünde aller Menschen gestorben. Wichtig ist aber, dass wir das persönlich für uns in Anspruch nehmen. Denn nur der, der mit seiner Schuld und Sünde zu Jesus kommt, seine Schuld bekennt, den wäscht er rein mit seinem Blut und der wird gerecht vor Gott. Ja, der empfängt Vergebung und ewiges Leben. Ein Leben, das stärker ist als der Tod. Und deswegen hat der Tod dann seine Schrecken verloren. Und gerade in unserer Zeit, wo so viele Menschen jetzt darunter leiden, unter Ängsten, dass sie vielleicht krank werden, gerade jetzt gilt das, was der Römerbrief sagt: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Es ist so wichtig, dass wir in diesem neuen Bund leben und wir wissen, das Blut Jesu macht uns gerecht. Und durch die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus uns gegeben wird, kommen wir unter den Schutz des allmächtigen Gottes. So sind wir also nicht mehr dem Schicksal oder Zufall ausgeliefert, sondern wir wissen, wir sind unter der Herrschaft des allmächtigen Gottes. Nun fragen wir uns, ja, was hat sich denn eigentlich in diesem neuen Bund verändert? Im alten Bund waren die Menschen angewiesen, einige hunderte Gebote zu halten. Dadurch, dass Jesus in unser Leben eingezogen ist, sagt die Schrift, dass er uns ein neues Herz gegeben hat, ein neues geistliches Herz, das den Willen Gottes versteht. Ja, seine Gebote hat er in unser Herz gelegt und so wissen wir, was gut ist. Im Neuen Testament sehen wir nur und hören wir von zwei Geboten, die sämtliche Hunderte von Geboten erfüllen. Das erste, dass da Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und als die Pharisäer Jesus einmal gefragt haben, ja, was ist denn das größte Gebot? Dann hat er ihnen geantwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit all deinem Sein, mit all deinem Vermögen und deinen Nächsten wie dich selbst. Viele Menschen, sie haben Probleme, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu vergeben, weil sie vielleicht in ihrer Vergangenheit versagt haben oder die Weichen ihres Lebens falsch gestellt haben. Aber selbst die eigene Schuld, wo man sich selber geschadet hat, die bekommt Vergebung, wenn wir durch Jesus Vergebung durch sein Blut erlangen. Und so ist es so wichtig, dass wir uns auch einander vergeben, ich mir selber vergebe und dadurch komme ich in eine neue Freiheit. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, diese Herzensbeziehung zu haben zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Und wer diese Herzensbeziehung zu Jesus hat, der ist online mit ihm, so wie wir jetzt auch miteinander online sind. Der versteht die Stimme Gottes. Er redet in unsere Gedanken hinein. Er spricht zu unserem Herzen. Wir erleben seinen Frieden. Es ist so wichtig. Jesus sagt einmal, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Und der gute Hirte, der kennt seine Schafe und die Schafe, die kennen ihn. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus, und meine Schafe, die hören meine Stimme. Und darauf zielt nun dieser Text hier ab. Gott will zu den Menschen sprechen. Vielleicht hat er gerade in dieser Krise, in der wir jetzt drin sind, zu uns gesprochen. Vielleicht sind wir in Unsicherheit oder in Angst verfallen oder andere Dinge, oder wir haben Angst vor der Zukunft, was wird auf uns zukommen, materiell, wirtschaftlich, gesellschaftlich, auch regierungsmäßig, was wird alles auf uns zukommen. Wer aber gegründet ist in Jesus Christus, der braucht keine Angst zu haben, aber gerade jetzt ist es wichtig, nicht im falschen Zeitpunkt, im falschen Ort zu sein, sondern dass wir lernen, die gute Stimme des guten Hirten zu hören. Und eines habe ich in vielen Jahren der Nachfolge mit Jesus gelernt. Wenn ich einen Gedanken bekomme und ich weiß nicht ganz genau, ist er von Gott oder nicht, will Gott dies oder jenes von mir, dann prüfe ich es darin, dass ich Frieden habe. Und wenn ich über etwas Unfrieden habe, tue ich es nicht. Wenn ich aber Frieden habe, dann gehen wir voran. Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein offenes Ohr bekommen für den Geist Gottes. Gott will reden zu uns, zu unseren Herzen, aber auch zu unseren Gedanken. Und darin wollen wir immer sicherer werden. Auch bei den verschiedenen Nachrichten, die wir bekommen, ob wir jetzt im politischen Mainstream sind oder in der Alternative und ob uns nun Fake News erreichen oder andere Szenarien, die uns da vorgemacht werden. Gerade da brauchen wir die Unterscheidung, was ist von Gott und was nicht. Und dadurch werden wir natürlich sicherer und wir werden ruhiger. Und wer seine Bibel liest, der liest an verschiedenen Stellen, nicht nur in diesem Hebräerbrief, dass die Erschütterungen kommen. Bevor Jesus wieder sichtbar auf die Erde wiederkommen, da werden Kriege sein, da werden Seuchen sein. Ja, da werden wir von verschiedenen Dingen angegriffen werden auf die Erde. Aber
Es wird auch schwieriger werden, seine Meinung kundzutun. Jesus sagt sogar, wenn ihr nach der Bibel lebt, werdet ihr Widerstand bekommen, werdet ihr verfolgt werden, werdet ihr abgelehnt werden. Es könnte sogar sein, ihr kommt ins Gefängnis. Das hat Jesus alles schon vorhergesagt. Aber wir müssen jetzt lernen, nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen. Dann verfallen wir nicht in Panik oder sagen, oh, was kann ich noch tun, ich darf nichts tun und so weiter, sondern wir hören dann seine Stimme und wir gehorchen ihm und wir bleiben somit unter seinem göttlichen Schutz. Wenn wir nun weiterlesen, dann heißt es im Vers 27 nochmals Hebräer 12, die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein vernichtendes oder verzehrendes Feuer. Also, hier wird uns Anleitung gegeben, wie wir in Zeiten der Erschütterung uns verhalten sollen. Einmal wissen wir ganz genau, dass diese Erschütterungen, die wir jetzt so ein bisschen erleben, dass die schon vorhergesagt sind. Schon über 2000 Jahre und viele der Prophetien, die schon 3500 Jahre aufgeschrieben wurden, die treffen heute ein. Heute Morgen erst habe ich das nachgelesen, Mose. Der lebte ungefähr 1500 Jahre vor Christus. Und da hat er schon Dinge gesagt über Israel, die heute nun schon eingetroffen sind. Und deswegen, wir können uns auf das Wort Gottes verlassen. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir unsere Sicherheit nicht in dieser sichtbaren Welt suchen, sondern er sagt, die geschaffene Welt, die wird erschüttert. Später in der Offenbarung lesen wir sogar, dass diese Welt eines Tages, unser Sonnensystem, untergehen wird. Und dann spricht die Bibel davon, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und auf die warten wir heute noch. Gerechtigkeit. Also bleiben wird das Unerschütterliche. Was wird also dann praktisch erschüttert in unserem Leben? Das ist das, was wir uns immer wieder fragen müssen. Die Antwort ist ganz einfach. Dinge, die auf uns selber gegründet sind, wo wir uns auf uns selber verlassen, auf andere Menschen, vielleicht auf unseren Staat, auf unser Sozialwesen, auf unser Gesundheitswesen oder was auch immer, oder dass die Wirtschaft gut läuft. All diese irdischen Dinge, die sind vorläufig. Und deswegen fordert uns Gott heraus, verlasst euch doch auf das, was ewigen Bestand hat. Verlasst euch auf den, der dem Tode die Macht genommen hat. Hatten wir erst Karfreitag. Und da heißt es in der Bibel, Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Seht ihr, wir brauchen Leben, das den Tod überlebt. Es ist schon ein Weilchen her, ich denke, vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr, da hatte ich einen interessanten Traum. Und an den wurde ich wieder erinnert und den möchte ich einfach erzählen. Also ich war unterwegs, so in einem Jeep, also eher so, ich war auch ein paar Mal in Afrika, wenn man da unterwegs war und die Landschaft, die war also wunderbar, so wie ich es auch in Afrika erlebt habe.
bin ich da durchgefahren, aber dann wurde die Landschaft so schön, dass ich dachte, oh, gibt es überhaupt solch eine schöne Landschaft hier auf Erden? Und dann ging es links hoch, so ein bisschen ins Gebirge hinein. Es war keine befestigte Straße, es war nur so eine Sandpiste und ich wusste, ich soll da hochfahren. Und als ich da hochfuhr, sah ich rechts Monumente von Menschen geschaffen. Wie man sieht, monumentale Bauten von der Antike her. Aber unwahrscheinlich beeindruckend, was die Menschen da alles geschaffen hatten, sah ich da rechts. Und während ich noch so beeindruckt war, was die Menschen wohl damals geschafft haben, war mir innerlich, fahr nicht mehr auf dieser Straße weiter, sondern biege jetzt links ab. Und da sah ich, da ging tatsächlich auch so eine Sandpiste nach links und so eine Art Parkplatz. Aber der war nicht gefestigt, so wie man es halt sieht in der Steppe oder so, wie die Parkplätze eben angelegt sind. Und in dem Moment, als ich dort mit diesem Auto, mit diesem Jeep zum Stehen kam, in dem Moment war ein Erdbeben da. Und ich merkte, wie die großen alten Monumente, die wurden geschüttelt. Diese Quader, die eine Größe hatten, 1 Meter auf 1 Meter oder noch größer, wie das damals war, die fielen runter und das ganze Ding donnerte runter ins Tal und zwar über und auf die Straße, wo ich gerade gefahren bin. Und ich dachte, wenn ich jetzt da drunter gekommen wäre, und das ist ein Beispiel dafür, die Dinge dieser Welt, die können uns buchstäblich auf den Kopf fallen. Die könnten uns sogar vernichten. Aber wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes hören, wenn wir die Stimme Jesu hören, dann biegen wir zur rechten Zeit ab. Ich hatte Ruhe, ich konnte zusehen. Diese Zerstörung, die aber sonst niemand anders geschadet hat. Und so sehe ich das auch als Bild für uns, dass wir rechtzeitig abbiegen, dass wir rechtzeitig zur Ruhe kommen, dass wir jetzt die Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen oder gute Bücher, uns mehr Zeit nehmen für Gott, auch mehr beten. Ich selber tue das und so werde ich morgens öfter sehr früh geweckt und es sind die schönsten Zeiten, wenn ich so alle meine Sorgen auf Gott werfen darf. Alles, was mich so beschäftigt, was ich wieder mal im Internet gehört oder gesehen habe oder in den Medien. Dass ich das alles vor ihm ausbreiten darf, dass ich die Herrschaft Jesu darüber ausrufen darf. Denn er und der allmächtige Gott regieren die Welt. Nicht die, die die Macht haben. Der Allmächtige regiert. Versteht ihr? Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch auch an den Allmächtigen jetzt haltet. Und das, was euch seither so wichtig war, was euch so den weltlichen Halt gegeben hat, darauf könnt ihr euch nicht mehr verlassen in Zukunft. Denn unser Gott ist auch ein guter Versorger in Zukunft. Das glaube ich. Und ich habe es über Jahrzehnte jetzt erlebt, wie treu unser Gott ist. Und worauf richte ich mich jetzt aus in dieser Zeit? Starre ich jetzt irgendwie auf die Probleme dieser Welt, die noch kommen werden? Ja, die Finanzkrise, die kommen wird, die Wirtschaftskrise, die kommen wird. Und ich denke, dass die Gesundheitskrise ein kleiner Teil von dem sein wird, was noch auf uns wirtschaftlich und finanziell zukommt. Darum schaue ich auf Jesus und ich richte mein Leben danach aus, heute dankbar zu sein. Heute dankbar zu sein, was ich heute jetzt erlebt habe, wie Gott uns heute schon durchgeführt hat, durch manche Krankheiten. Und ich habe wirklich tödliche Krankheiten überlebt. Einige davon. Und ich weiß, von was ich rede. Selbst dem Tod bin ich sozusagen von der Schippe gesprungen.
durch Gottes Gnade, sonst würde ich heute nicht mehr leben. Darum bin ich dankbar. Und was tue ich? Ich diene Gott mit ganzem Herzen. Für mich ist das Wichtigste, das Allerwichtigste in Zukunft, das Reich Gottes zu bauen. Menschen die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen und sie zu lehren, dass sie ihren Halt in Jesus Christus gewinnen und in dem heiligen Gott Israels. Darauf fokussiere ich mich. Denn das Reich Gottes ist unerschütterlich. Das Reich Gottes wird alle menschlichen Reiche überstehen. Und darum diene ich dem Reich Gottes, um Menschen zu helfen, nach Geist, nach Seele und nach Leib. Bei alledem weiß ich, dass ich nicht hier einen Gott habe, so einen alten Datterkreis, sondern ein Gott, der zu fürchten ist, vor dem man Ehrfurcht haben muss. Ja, unser Gott ist nicht nur der gnädige, liebende, barmherzige, gütige Gott, der Schuld vergibt. Er ist auch ein Gott des Zorns. Er ist auch ein Gott des Krieges. Aber er herrscht über jede Pandemie. Er ist der Herr über alle das, egal was Menschen oder auch dämonischen Mächte einfallen möchte. Unser Gott ist stärker, unser Gott ist größer. Vor ihm Ehrfurcht zu haben, fällt mir nicht schwer. Denn das bin ich mit total dankbarem Herzen. Und ich habe auch keine Angst vor einem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Denn er hat sich nicht verändert. So wie zu Zeiten Elias oder zu Zeiten von Mose. Auch Feuer vom Himmel fiel. So wissen wir, unser Gott ist auch ein vernichtendes Feuer. Jetzt leben wir in der Zeit der Erschütterung zur Gnade. In einer Zeit der Gnadengerichte, wo Gott durch Erschütterung die Menschen an sich zu sich ziehen möchte. Wo er sagen möchte, hey, denk mal über dein Leben nach. Was ist der Sinn deines Lebens? Heute stoppen, will er den falschen Weg stoppen, so dass wir ihm dienen. Und wir brauchen in Zukunft viele Menschen, die anderen Menschen dienen, damit ihnen geholfen wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unser Leben ganz nach Jesus Christus ausrichten. Und zugegeben, wenn wir nun in den Dienst von Jesus kommen wollen und den Willen Gottes tun wollen, dann beginnt sicher ein Kampf. Nicht ein Kampf mit anderen Menschen, sondern eigentlich eher dieser Kampf mit unserer alten Natur. Darum lesen wir in Galater 5, 13 bis 15, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch gegenseitig kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass euch keiner verschluckt. So werden die Christen auch in unserem Land leider von vielen Menschen wahrgenommen und das ist manchmal nicht mal falsch. Das ist also leider das, was wir sagen müssen. Und das muss jetzt in dieser neuen Zeit aufhören. Heute gilt dieses neue Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich mir als Christ gewisse Freiheiten nehme in meinem Lebensstil, dann ist es wichtig, dass ich andere Menschen keinen Anstoß biete oder gar ein Ärgernis, dass sie sagen, nein, so wie der oder die will ich nicht werden, dann will ich nichts mehr wissen vom Glauben, wenn so das Glaubensleben aussieht. Übrigens war das jahrelang meine Ausrede, warum, dass ich nicht zum Glauben gekommen bin. Ich sagte, nein, so wie die Christen will ich nie werden. Und unsere Welt braucht Gläubige, deren Lebensstil vorbildlich ist, die nicht nur gerecht
gemacht sind durch Jesus, sondern die ja auch gerecht leben. Die nicht nur von der Liebe reden, sondern sie auch tun, ganz praktisch. So wie das auch heute der Fall ist. Und dass wir uns kümmern, auch um die armen Menschen. Aber vor allen Dingen, dass Menschen zur lebendigen Beziehung zu Jesus kommen. Aber diesen Lebensstil, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, schaffen wir nur, wenn wir die kommenden Verse berücksichtigen. Vers 16 bis 18. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und genau darum geht es ja. Wir Christen müssen neu lernen, hauptsächlich auch in unserem Land, uns für den Geist Gottes zu öffnen. Leute, ohne die Führung und Leitung des Heiligen Geistes haben wir keine Zukunft. Unser eigener Verstand, unser eigenes Wollen, unser Wissen, unser Können, da werden wir bald rankommen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ein Geist, der uns Weisheit gibt, der uns Erkenntnis gibt, Rat, Verstand, Kraft, Unterscheidungsvermögen und auch Ehrfurcht vor Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist, um in Zukunft nicht nur bestehen zu können, sondern die Zukunft mit Bravour zu leisten. Und deswegen fordere ich alle auf, bitte öffnet euch neu dem Heiligen Geist. Denn Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, sondern ich komme wieder. Der Vater und ich, wir nehmen Wohnung in euch durch den Geist Gottes, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und der liebt Jesus wirklich, der tut, was Jesus sagt. Das sind die wirklich Jesus-Liebenden, die das tun, was er sagt. Und dann wird uns im Vers 19 weiter beschrieben, was die menschliche Natur so hervorbringt ohne den Geist Gottes, ohne die Hilfe Jesu. Was die menschliche Natur hervorbringt, ist offensichtlich: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornesausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, sagte Paulus. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Und da gilt auch in dieser Zeit eine Warnung an die Christen, die sagen, ja, ich habe mein Leben mal Jesus übergeben, ich bin von Neuem, von oben her geboren, was kann mir noch? Letztlich wird sich zeigen, wie echt das wir sind. Nur wenn wir Göttliches tun, sind wir göttlich, nicht wenn wir davon reden. Und solange wir in diesen Dingen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, leben, sind wir in der Gefahr, das ewige Leben zu verlieren, das wir schon bekommen haben. Der Paulus sagt, kein Platz werdet ihr haben, wenn ihr so weiterlebt wie seither. Heute leben sehr viele Christen sehr oberflächlich. Und ich habe Angst um diese Christen Tag und Nacht, weil sie nicht begriffen haben, welch hohen Preis Jesus am Kreuz von Golgatha für ihre und für die Befreiung der ganzen Welt bezahlt hat. Aber der Text geht weiter, und das ist das Gute. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus gehören, haben das eigene Ich samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben,
dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Genau darum geht es eigentlich, dass wir dieses neue Leben in diesem Geist führen. Wenn wir uns taufen lassen, nachdem wir gläubig geworden sind, bezeugen wir damit, dass wir Sünder sind und dass unser altes Leben sozusagen mit Jesus Christus gekreuzigt ist. Wir geben das alte Leben in den Tod, aber dann muss das neue Leben auch sichtbar werden. Und das neue Leben wird nur sichtbar durch den Geist Gottes, nicht weil wir uns selber anstrengen, nicht weil wir ein bisschen fromm leben wollen, das bringt nichts, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verändert unseren Charakter, der Heilige Geist verändert unser Verhalten. Zugegeben, es ist oft ein langer Weg. Und wer hat nicht an einem oder anderen Punkt noch zu kämpfen? Aber öffnet euch für den Heiligen Geist. Ich habe es erlebt im In- und Ausland, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in dir ist, in deinem Herzen ist, da liebst du Menschen, die nicht liebenswert sind, weil Gott sie nämlich liebt. Und das ist der Unterschied, auch in Zukunft. Wir werden selbst für Leute beten, die böse zu uns sind. Das ist der neue Lebensstil, der heute gefordert wird. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. In Epheser 4 wird uns gesagt, wie dieser neue Lebensstil aussieht. Ich lese mal den Vers 25 bis 27. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Ihr seid doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Also in allen Briefen des Paulus und auch von Jakobus und Petrus werden die Gläubigen immer wieder aufgefordert, lügt nicht. Aber das gibt's doch nicht, dass fromme Leute lügen. Oh doch. Es wird übertrieben, untertrieben und wenn es sein muss, zum eigenen Vorteil auch gelogen. Aber ich denke, wir könnten das abstellen. Also, es ist wichtig, dass wir lernen, die Wahrheit zu sagen. Und wenn die Christen aller Konfessionen in Zukunft zusammenrücken werden und die Leute sehen, ja, die lieben einander, die nehmen einander so an, wie Jesus sie angenommen hat, dann müssen wir auch immer wieder die Wahrheit miteinander reden und wenn sie unbequem wird. Und das sehe ich jetzt in dieser Zeit auch, bei Gebetskooperativen, wo wir sind, wo Gott sagt, halt, jetzt will ich aber, dass ihr nochmals die letzten Jahre durchgeht, wo ihr gegeneinander schuldig wurdet, wo ihr euch versündigt habt, bringt diese Dinge in Ordnung. Sonst habt ihr keine Autorität im Gebet. Einheit heißt, sich gegenseitig vergeben und sich zu versöhnen und die Wahrheit zu sagen. Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe. Deswegen müssen wir lernen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unangenehm wird. Und dass die Leute sich auch verlassen können auf unser Wort. Wem ist es nicht schon vorgekommen, dass er wütend oder zornig wird? Ja, mir geht es gerade so, wenn ich mich mit den Nachrichten so beschäftige, da werde ich richtig zornig, weil man oft merkt, wie bewusst die Angst geschürt wird. Und das möchte ich hier mal deutlich sagen. Weder alle Politiker und alle Menschen auf dieser Erde, die Angst schüren, meinen es nicht gut mit den Menschen. Denn die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Durch Angst manipuliert man Menschen, kontrolliert sie und man beraubt sie ihrer Freiheit, was wir jetzt auch sehen. Und deswegen hört auf niemand,
der Angst schürt. Wer Angst schürt, ist vom Bösen. Es muss deutlich gesagt werden. Denn Gott sagt, meine Liebe hat die Angst besiegt. Und darum öffnet euch der Liebe Gottes. Lasst sie rein in euer Leben und sie treibt die Furcht aus. Ja, in der Welt haben wir Bedrängnis, aber Jesus sagt, keine Angst, keine Angst. Ich habe sie überwunden. Und das gilt heute und auch in Zukunft. Und weiter kriegen wir hier Anleitung ab Vers 29. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch in die volle Erlösung bringt oder euch garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn, gehässigem Gerede, schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Ja, das ist so eine Sache mit dem Reden, dass wir das Gute reden. Aber es fängt damit an, dass unsere Gedankenwelt gut wird. Deswegen lesen wir auch im 2. Korintherbrief, dass wir unsere Gedanken an Jesus ausliefern sollen. Dass alles Negative auch in unseren Gedanken unter seine Herrschaft kommt. Wir brauchen Gedankenreinigung durch das Blut Jesu und durch den Geist Gottes. Dann werden wir auch den Sieg haben über unsere Worte. Und was heute und auch in Zukunft weiterhilft, was immer gut ist, ist ein gutes Wort. Ein gutes, ermutigendes, hilfreiches Wort hilft denen, die niedergeschlagen sind. Und so ist es so wichtig, dass wir auch auf unser Reden achten. Gerade jetzt auch, wenn wir mit anderen Leuten reden. Und ich rate auch allen Gläubigen nicht so sehr über die negativen Dinge oder das, was uns heute nicht so gefällt, zu reden, sondern rede doch über das Gute. Rede doch über das, was Gott alles noch tun möchte auf dieser Erde. Und zurzeit, wir hören das auch vom Ausland, kommen abertausende Menschen zum Glauben an Jesus. Weniger im Westen, aber sonst fast überall, weil Gott groß ist. Und so ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir mit allen Menschen in Versöhnung leben und keine Bitterkeit in uns haben. Oder wenn uns wieder mal was aufgeregt hat, dass wir nicht unserem Wut und Zorn Raum geben oder ärgerlich werden. Einer hat mal gesagt, Ärger kommt vom Argen. Und wisst ihr, wer der Arge ist? Es ist Satan. Ja, deswegen gebt euch nicht der Sache hin, selbst wenn es berechtigt wäre. Aber es bringt euch eher weg von Gott. Wollen wir nicht? Und selbst wenn wir mal ausrasten, wäre es gut, wir würden sofort uns wieder versöhnen und um Vergebung bitten. Deswegen heißt es auch zum Schluss, vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch vergeben hat. Nun zum letzten Punkt. In dieser unserer Zeit ist es so wichtig, gerade auf unseren Lebensstil zu achten. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Und in Epheser 5 ab 15 lesen wir das, worauf wir achten sollen. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Genau darum geht's. Das hatten wir auch am Anfang schon. Also
in dieser kommenden Zeit ist es gut, nicht die anderen Menschen oder die anderen Gläubigen so im Auge zu haben, sondern wir sagen hier immer, kehr vor deine eigene Tür. Achte darauf, dass dein Leben in Ordnung ist und sei barmherzig mit deinen Mitmenschen. Sei klug, sei weise. Und wenn es geht, nimm die Klugheit und die Weisheit Gottes, gegeben durch den Heiligen Geist, für dich in Anspruch. Und nütz die Gelegenheit, die Gott euch gibt. Es ist so schön. In dieser Zeit haben wir so viel Gelegenheit, wohl jetzt auf Abstand, mit dem einen oder den anderen Menschen zu reden oder ihnen was weiterzugeben. Das ist so wichtig. Und wir müssen realisieren, ja, wir leben in einer bösen Zeit. Und deswegen können wir nicht einfach so weiterleben. Überall in den Medien hören wir, es wird nicht so weitergehen wie seither. Es wird eine neue Zeit beginnen. Ja, das glaube ich auch. Und die Oberflächlichkeit können wir uns wirklich nicht mehr leisten. Das wird so sein. Wir werden in nächster Zeit erleben, wie die Ungerechtigkeit überhand nimmt, hat Jesus sogar gesagt. Wie die Liebe in vielen Menschen erkalten wird, auch unter den Gläubigen. Wir werden erkennen, dass wir verleumdet werden, falsch beschuldigt. Jetzt erst ein Pfarrer, der nur das Wort Gottes gesagt hat. Herr, wurde angezeigt wegen Volksverhetzung. Das kann kommen, aber das Wort Gottes steht über allem anderen. Das müssen wir wissen. Deswegen wollen wir nicht leichtsinnig sein, wollen auch nicht, hier heißt es, uns praktisch mit einem zügellosen Leben vergnügen oder betrinken und so weiter oder verschwenderisch leben, sondern der Wille Gottes ist, dass wir uns heute vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Bitte, betet um diese Erfüllung des Heiligen Geistes. Jesus sagt einmal, wenn ihr den Vater bitten werdet um den Heiligen Geist, dann bekommt ihr ihn. Und seid nicht zufrieden. Wir brauchen heute wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Und viele Propheten haben es gesagt, auch in der heutigen Zeit. Gott wird ganz neu seinen Geist ausgießen, auch in Deutschland, auch in Europa. Ganz neu diese Kraft. Wir werden sie erleben. Die Gegenwart Gottes. Und es werden auch mitfolgende Zeichen da sein. Denn Gott wird uns bestätigen. Wir haben es erlebt, als wir jetzt auch mit dem Telefon mit schwerkranken Leuten gebetet haben. Und zur Minute an wurde es besser mit ihnen. Amen. Das wollen wir tun. Gebet ist das beste Medikament. So wir kein Gegenmedikament haben, ist das Gebet das beste Medikament. Aber ich halte es immer so, zuerst kommt Gebet. Und dann kommt der Arzt in der Hoffnung, dass er helfen kann. Und oft kann er auch helfen. Und wie können wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, indem wir Gott loben und Gott preisen und ihn ehren. Auch zu Hause laut singen. Die chinesischen Geschwister, die haben die Lautsprecher auf ihre Balkone gestellt und haben Gott gelobt und gepriesen und die ganze Nachbarschaft hat das Lob Gottes gehört. Ja, vereinzelt machen wir das auch so. Ja, und dann kommen wir ins Gespräch. Gott loben und preisen, ihn anbeten und dankbar zu sein für das, was wir haben. Auch dankbar zu sein, dass wir nicht in eine ungewisse Zukunft gehen, sondern wir wissen, dies Evangelium muss verkündigt werden, alle Nationen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und das ist unser Fokus. Das ist mein Fokus. Und deswegen bin ich Gott so dankbar, dass es uns noch so gut geht. Und in jeder Situation, überhaupt wenn man lebensbedrohlich krank ist, schätzt man das Gebet erst neu. Und
Das ist die Waffe, die wir haben, das Gebet. Das Gebet wird dem Kranken helfen. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet des Glaubens hilft auch heute. Und letztlich, bei all diesen Dingen ist es wichtig, dass wir keine Solo-Christen sind. Hauptsache wir sind fromm, Hauptsache uns geht's gut. Nein, das möchte ich zum Schluss noch sagen. Die Urgemeinde ist zusammengekommen hin und her in den Häusern. Ja, so haben wir es in unserem Haus auch gemacht. Ja, wir sind 4 Leute, 2 Wohnungen und ja, da haben wir Gottesdienst gefeiert. In unserem Haus. Und macht es doch so. Man kann auch zu zweit beten. Man kann dabei sogar die Hygienevorschriften einhalten, ohne Probleme. Die Abstände, die gefordert sind und so weiter. Betet, kommt zusammen. Aber da ist notwendig, dass wir uns einander unterordnen, nicht über den anderen stellen. Und so ist mein Rat, gründet so viel wie möglich Gebetsgruppen und Hauszellen. Mag kommen, was es will. Bleibe in Jesus Christus gegründet. Lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes wird dich wunderbar führen. Und der Geist Gottes und die Liebe Gottes, diese Agape Gottes, die wird jede Furcht aus deinem Leben austreiben. Das durfte ich auch schon erleben, wie die Furcht Gottes beziehungsweise die Liebe des allmächtigen Gottes, die menschliche Furcht austreibt und befreit. Und angstfrei durch dieses Leben zu leben, ist wirklich schön. Und von daher verlasst euch ganz auf Jesus Christus und auf die Führung des Heiligen Geistes. Und ihr müsst immer wissen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er regiert. Er ist der Allmächtige. Und er gibt Raum und Zeit und hat auch diese Epidemie zugelassen, auf dass die Menschen über ihr Leben nachdenken und wenn möglich es in göttlicher Weise ändern. Amen. Und ich möchte noch beten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha all unsere Schuld und Sünde und die Sünde der ganzen Welt hinaufgetragen hast. Dein Blut floss an unserer Stelle. Die Strafe lag auf dir, damit wir Frieden haben. Und in deinen Striemen und Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir seien auf unseren eigenen Weg. Aber Gott, der Allmächtige, hat sich uns erbarmt und hat seinen Sohn, seinen Messias, Jeshua HaMashiach, in diese Welt gesandt, um die Menschen zu retten und zu erlösen. Und dein Wort sagt ganz klar, wer sein Leben ihm anvertraut, Jesus, an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und so danke ich dir dafür und ich preise dich, dass wir unser Leben neu göttlich ausrichten. Herr, das ist eine Erschütterung, durch die wir gehen. Aber wir wissen aus der Schrift, es ist ein Beginn. Es werden weitere Erschütterungen kommen, bis auch der Letzte auf dieser Erde erkennt, Jesus Christus ist der Herr und es gibt nur einen Gott. Denn du, Vater, willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so lässt du manche Dinge und Erschütterungen zu, greifst du zu manchen Mitteln, die wir nicht verstehen. Aber sie dienen uns zum Besten. Und so preisen wir dich, Herr, dass wir auf dem Felsen Jesus Christus stehen, der unerschütterlich ist, der nicht wanken wird und der sich auf Jesus Christus verlässt, wird nicht untergehen.
sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und so danke ich dir, Herr, dass du der Allmächtige bist, der regiert. Der Allmächtige segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir seinen Frieden. Amen.